Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 und das ist Versuch Nummer 6. Ihr seht, ich habe hier sowas gebaut, ne? Ich war ein bisschen angepisst, nachdem der erste Versuch 8 Minuten gedauert hat. Habe ich online weiter gegrindet, sag ich mal so. Und da ist mir aufgefallen, die Dudes online die holen sich hier über das Ding ein Boot. Und dann hocken die hier und sind am Grind. Keine Gnade, Arschgesicht. Und ich muss euch sagen, das macht die ganze Sache wesentlich angenehmer. Ne? Wunderwaffe. Ne, vor allem habt ihr hier schon eine Bombe in Sicherheit. Deswegen, ich habe diesmal nicht es so gemacht, wie Kusche gesagt hat und habe mir ja hier, sag mal schnell, zwei Affen gebaut, ne? Weil die Affen kosten 1000 pro Stück. So, dann könnt ihr ja einsammeln, ne? Sondern ich habe alles in die Waffe reingesteckt. Also die Waffe ist legendär. Komm, können wir auch nochmal nach oben laufen. Waffe ist legendär. Alles soweit vorbereitet, wie es vorbereitet sein muss. Ich habe alle Perks. Ich habe leider kein extra süchtig mehr gehabt. Ich habe mein zweites habe ich auch verballert. Bei Versuch Nummer 2 oder 3 oder was. Ey, der Boss, der ist so scheiße. Ne? Der ist wirklich, der ist so mies. Ich bin vor Level 30 bin ich reingegangen. Kuschel hat recht, es macht irgendwie. Hört ihr, Wichser, das? Kein, das ist der Klang von, ihr seid am Arsch. Keinen großen Sinn, wirklich nicht. So, Helikopter, Waffe auf 3, auf legendär. Ja, ich habe irgendwie eine Axt habe ich dabei. Was denn für so? Egal. Axt halt. Ich habe starre Augen, das Kaugummi. Ich habe, falls Munition ausgehen sollte, habe ich da auch noch mal ein Kaugummi. Da können wir jetzt eigentlich rein. Ich sag bloß, wir legen keine Platten mehr. Na, legen keine mehr. Ja gut, dann halt mit nur zwei Platten. Oder? Nee, komm. Ich bin schon reingegangen. Bitte lass das jetzt klappen, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Willkommen, Dr. Moody. Wir übernehmen jetzt das U-Boot. Heck, du bist ein Idiot! Und deine Schlägertypen sind noch dämlicher! Niemand von euch versteht auch nur ansatzweise, was ich hier vollbracht habe! Ihr könnt gar nicht beurteilen! Nein, die Sprengköpfe! Gottverdammt! Mein Gott! War das Patient 13? Etwas passiert hier.
Die ätherische Energie sprengt jede Messung. Deine sogenannten Inversionssprengköpfe haben Patient 13 gründlich invertiert. Oh nein, das ist nicht meine Schuld. Hey, ihr an vorderster Front, wir stehen hinter euch. Heck, hast du es versaut? Sieht so aus, als hättest du es versaut. Ganz ehrlich, ich finde das steht hier. Keine Moon mehr, scheiße. Mom hat immer gesagt, ich soll keinen Schorf abkratzen. Manches ändert sich nie. Lasst mich in Ruhe. Oh,
Warum denn heute wieder so kopflos? Alter, ich hasse meinen Fernseher, wirklich. Ich hasse ihn dafür, dass er immer im falschen Moment ausgehen will. Dich und stirb, du widerlicher Bastard. Ach, wenn es doch nur so einfach wäre. Na, wenn der Drecksack so drauf ist wie ich, dann ist er auf Rache aus. Dass er erledigt ist, bist du ein verdammter Idiot. Wenigstens lernst du aus deinen Fehlern. Beharrlichkeit kann gut sein. In diesem Fall ist sie nur verdammt nervig. Das ist so nett. Stirb, du Hurensohn! Stirb!
Ich hab ihn! Ich hab ihn! Bastard! Du Bastard! Wirklich! Du Bastard! Du hast mich jeden Nerv gekostet! Wirklich! Der Bastard würde nie sterben. Ich auch. Das war's, ja? Bitte sag, dass es keine Zugabe gibt. Es muss heute sehr schwer für dich gewesen sein, Pack. Auf jeden Fall. Geradezu beschämend. Aber wenigstens haben wir das Monster erwischt. Und Moody. Sammeln in der Wachstation. Ich habe einen Vorschlag, der interessant sein dürfte. Oh. Schluss mit Moody. Trophäe erhalten. Bah. Leck mich an den Arsch. Ich hoffe sehr, dein Plan für Maxes Rückkehr taugt doch wirklich was. Tut er. Ich kenne alle Projekt Janus Geheimakten der Stufe nur für den Direktor. Richtofen ist besessen von einem alten Relikt, dem Wächter-Artefakt. Er glaubt, es hat die Fähigkeit, eine Art der Protomaterie zu manipulieren, die Prima Materia. Das kann nicht dein Ernst sein. Du sprichst von mittelalterlicher Alchemie? Ich glaube nicht an so einen Scheiß. Ich bin ein Wissenschaftler. Wie auch Direktor Richtofen, Dr. Strauß. Das Artefakt befindet sich angeblich irgendwo im Fürstentum Avalon. Er lässt eine kriminelle Organisation, das französische Syndikat, danach suchen. Gegenwärtig verhören sie einen Mann namens Gabriel Kraft. Dein früherer Kollege, Sergei Rabenow, jetzt Mitglied dieses Syndikats, entführte ihn im Auftrag seines Bosses, Franco. Bin dabei. Genieße deine Rache, junge Dame. Ich jage keinem Ammenmärchen nach. Oskar, wir alle sahen Dinge, die unmöglich schienen. Richtofen ist kein Narr. Wenn er und Sam glauben, dieses Artefakt kann sie zurückbringen, müssen wir es versuchen. Wir lassen sie nicht im Stich. Das hat sie auch nie getan. Sie hat recht. Sehen wir selbst, ob dieses Wächterding hält, was es verspricht. In Ordnung. Trotzdem will ich wissen, wo der Bastard Richtofen sich versteckt. Unbekannt. Vielleicht unterwegs nach Avalon, wegen des Artefakts. Dann finden wir es besser vor ihm. Achtung, Leute! Heli bereit! Aber der Sturm zieht an! Wir müssen los! Jetzt! Zocken wir weiter, ne? Boah, leck mich an Arsch. Endlich. Bonuspunkte. Bonuspunkte. Okay. Wo ist deine Leiter? Toll, ja. Ich hab alles auf legendär. Ja, kann ich alles nicht gebrauchen. Sturmgewehr, Maschinenpistole. Ach komm. Bleibt da ein hier. Ich hoffe, euch geht's gut, aber ich wäre bereit zu gehen, wenn ihr seid. Echt? Jetzt schon? Nee, bin ich nicht bereit. Bin ich nicht bereit. Boah. Ey, mal gucken, ob unten meine Pausenzentrale noch steht. Das Gute ist nur, ich kenne das Easter Egg jetzt wirklich auswendig. Vorher habe ich noch hier Zettel gehabt, wo die einzelnen Steps drauf standen. Ich habe meine Boote weggenommen. Nee, Boote sind noch da. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht? Meine Boote sind nicht da. Das ist nicht gut. Und ich habe keine Moon. Und ich werde es wieder tun. Viele blutige Male. Denkst du, ist auch nicht bereit? Du verstehst es nicht, Kumpel. Ich bin die Jägerin, nicht die...
muss ja wegfahren. 2,8. Da können wir noch nicht mal Munition kaufen. Leck mich an Arsch. Warum wirfst du mich denn so vollkommen nackt hier raus? Wo ist der Turm? Da, ne? Ah. Raptor 1 mit schlechten Nachrichten. Aber ein Treibstoffleck. Ja. Starte Reparatur. Ich bräuchte nur einen Helikopter, weißt du? Sonst kannst du knicken. Ah, hätte ich kaufen können. Hätte ich einfach evakuieren können. Ah, egal. Das ist mein Revier. Wenn ihr die vorher so verlangsamt, ne, mit der Canon hier, ne? Wie viele scheiß Leichen haben sie auf dieser scheiß Insel versteckt? Alter. Ihr würdet keine 10 Minuten in einer anständigen Geisterbahn überleben. Nee. Wir aber auch nicht mehr. Alter, haut der zu. Deswegen vergesst das von wegen. Ich habe am Anfang gesagt, die haben es hier so noobfreundlicher gemacht, ne? Ja, am Anfang. Aber jetzt hier Runde 31, leckt mich an Arsch. Was geht ab mit denen? Bei mir geht ständig nur der Heartbeat. Sollte ich auch einfach mal hier so eine Falle anmachen, wa? Mache ich ja sonst nie. Könnte ich aber jetzt mal machen, ey. Ist ein bisschen nervig hier.
Aber die Schrot, ne, die ist hart. Die ist richtig hart, die Schrot. Ja, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, in der Folge noch zu evakuieren. Das ist, ja, mal gucken. Was haben wir? 26 Minuten? Okay. Meine Fresse. Das war so ein mieser Akt, das schwöre ich euch. Ne? Das war so ein mieser Akt hier mit dem Easter Egg. Der Boss, ne? Beim ersten Mal, also was eigentlich zu den davor, vorherigen Folgen gehört, da bin ich rein. Ey, der hat mir einen gegeben mit der Darkel da, ne? Zack, war ich down. Habe ich noch die Wiederbelebung gehabt? Ja, ist ein bisschen Tüftelarbeit, das kann man am Anfang machen. Och, Kerl. Nervensäge. Ich hab nur gedacht, ich werd nicht mehr, ne? Also, war dann, bin draufgegangen, ne? Dachte ich mir, komm, level mal wieder ein bisschen. Weil ich wollte die Schroter haben, ne? Ah, jetzt hängt er da. Super. Ach so. Sollte ich vielleicht dazu sagen? Meine Fresse, hängt das jetzt? Ah, das ist jetzt blöd. Tja. Da ist Friemelarbeit hier. Ja, ja. Ich traue mich jetzt kein neues zu holen, weil wenn hier eins steht, kann es sein, wenn ich den betätige, dass das verschwindet, das Boot. Meine Fresse, der jetzt bewegt dich. Was lange währt, wird endlich gut. So. Warum denn heute wieder so kopflos? Bin ich online? Dann gucke ich. Haben die hier sowas gebaut? Das Ding ist, ihr braucht das hier für, oder? Weil ansonsten bewegt sich das Boot nicht. So, ist ganz. Weil hier ist das Ding, was ihr entschärfen müsst. Ne? Und ihr müsst ja drei entschärfen. Von daher ist das dann schon ganz angenehm. Außerdem hier Munitionskiste, also hier kann man, hier lässt sich aushalten. Ja, und dann. Krass. Seht mal, wer mit euch mithalten kann. Ja.
Brauche ich gar keinen Baum. Hier liegt einer. Super. Ne? Schott kriegt ihr ja auch genug zusammen. Läuft. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Egal. Dann gibt es halt noch eine Folge. Ich will das Evakuieren noch haben. Aber ich sag's euch, ne? Ich hab ja letztens noch hier. Das fehlt mir jetzt auch noch. Ja, wenn ihr das Boot richtig gut platziert habt, kommt er da selber nicht mehr drüber. Zugegeben, das war ein echt guter Treffer. Aber ich habe einen besseren für dich. Keine Gnade, Arschgesicht. Trotz alledem kann es teilweise passieren. Effizienz ist das A und O, wenn man ein Unternehmen führt. Dass man so einen Mengner durchläuft. Effizienz, ne? Bin ich hier auch. Alle. Schießen dann natürlich rüber, ne? Aber hier könnt ihr mit dem ganzen Team könnt ihr campen. Müsst ihr verzeihen, ne? Ey, sechsmal diese Scheiße hier zu machen, war einfach. Ne? Und dann ist auch ganz gut hier für diesen Zwischenboss hier, für den Nathan, ne? Zehn Stücke. Der kommt da auch nicht rüber. Modi hätte dich sowieso nur für Ersatzteile benutzt. Ja, dann habe ich hier die die tote Leitung mit der Augmentation voll aufgetunt. Da ist die letzte. Bitte. Da ist das letzte, das ist Blitzschlag. Der betäubt alles. Elite, normale Zombies. Und sieht cool aus, finde ich. Das waren alles so Tipps, die ich maximale Munition. Weil ihr müsst euch vorstellen, ne? Ich hab überall bei YouTube hab ich geguckt, ne? I
kann ich nur alle 10 Level oder was? Also jetzt bei 41? Das dauert lange, scheiße, ey. Leiser drehen, sonst kann ich keinen quatschen. Naja, also, ich habe überall bei YouTube. Ob es da irgendwo Tipps gibt. Da stand überall easy dran. Ne? Easy Boss. Ja, das war einfach nur ein Easter Egg Guide. Easy. So, und dann habe ich mir angeguckt, die stärksten Waffen. Sie hier ist auf Platz 1. Also hier die Schrotflinte. Dann habe ich die genauso nachgebaut, wie der da sagte. Ich habe eine andere Mündung habe ich jetzt drauf. Ich habe ja vorher den Schalldämpfer, weil ich halt Schrott haben wollte, ne? Ganz ehrlich. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das großartig anders jetzt war. Super, er ist bereit raus. Ist voll. Brauche ich jetzt wieder Sound? Super, dann schaffen wir das doch noch in der Zeit. Boah. Er ist bereit, raus. Da bin ja. Fantastisch, ja. Lass uns verschwinden. Ich brauche dringend eine Dusche. Zeit, um abzuhauen. Ja. Raptor 1 unterwegs zum Exfiltration. Dusche brauche ich auch. Sechsmal! Ich bin in Position, eure Reisekutsche wartet! Sechsmal die ganze Scheiße hier gemacht, ey. Leck mich in den Arsch. Und ich habe einen gesehen. Weltrekord. In 25 Minuten. Hat er das Easter Egg gemacht. Leck mich in den Arsch. Manche, die haben echt. Und raus. Oh. Ah, just in time. Also ich habe die Fails behalten, ne? So als
als Outtakes, ne? Ich weiß noch nicht, Versuch Nummer 6, ne? 5 Fehlversuche. Ich habe sogar einmal. Wie gesagt, ich bin im Mehrspieler reingegangen. Also hier, Zombie-Mehrspieler. Und hab dann nachgeguckt. Ne? So. Das ist laut den amerikanischen YouTubern die stärkste Waffe aktuell in Zombie. Und die sind so begeistert, dass die sagen, oh, ich hoffe, dass sie nicht genervt wird. Ich hoffe, dass die alle einen Buff kriegen. Ey, wirklich. Ey, das ist komisch. So in Runde 30, dass die auf einmal so brockenschwer werden. Ne, ihr habt's gesehen in der letzten Folge. Ne? Wir haben uns da langsam hoch und das macht auf einmal einen Satz. Ne, so von 29 auf 30. Ungewohnt ist das. Ne? So. Wie hat er die gebaut? Also. Hier hat er Kepler Mikroreflex. Habe ich dann auch genommen. Ne? Hier, das ist das, wo er sagte, die kriegt damit eine unglaubliche Reichweite. Und ihr habt es gesehen, ich konnte da selbst die ganz fernen Tentakel konnte ich damit treffen. Vorher habe ich halt den drauf gehabt, wegen Chance auf zusätzlichen Schrott. Aber ganz ehrlich, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Im Gegenteil, ich war ja fertig, ne, wo ich mit der Folge wieder angefangen habe, war ja alles tutti. Die war auf, ich meine, okay, ich habe die Affenmauni ausgegeben, aber ich habe es nicht so großartig gemerkt. So, dann hier den CHF-Lauf, wegen Kopfschuss-Multiplikator, ne, wenn ihr den Deadshot-Bakiri habt, dann geht er sowieso auf den Kopf. Hier hat er den Ranger-Vordergriff. Hier natürlich das dicke Magazin, ne, dicke Trommel. Hier lässt er frei. Ne, und hier, ich habe es einfach so gebaut, wie er sagte. Er hat den Schaft genommen. Ich weiß nicht, warum nicht den. Aber er hat den genommen. Ich würde jetzt persönlich, würde ich den Tempo der Seitwärtsbewegung, Bewegungstempo beim Feuern aus der Hüfte, Bewegungstempo, Lauftempo beim Zielen, Bewegungstempo beim Feuern aus der Hüfte, Bewegungstempo, Tempo. Ja, okay. Ja. So, hier ruhiger Handlaser für weniger Streuung, wenn ihr aus der Hüfte ballert. So, und dann hier Schnellfeuer. Ja. Das ist natürlich das Letzte, was ihr dann frei bekommt. Aber ich muss sagen, die hat funktioniert. Ich habe jetzt 6 Versuche gehabt. Ne? Ich hab's mit der... wo ist er? Ne, also hier mit der PO21 habe ich's ausprobiert. Die ist jetzt auch schon wieder auf Gold. Die ist nicht verkehrt, wenn die gepuncht ist. Aber halt die Bewegungsrate ist nicht so prickelnd, ne? So, die habe ich jetzt angefangen zu leveln. Ja, ich hab's mehrmals habe ich es mit der probiert. Ne? Bis ich dann jetzt gesagt habe, scheiß der Hund was drauf. Weil ich wollte so eine Kontinuität bei dem Video haben. Wir haben mit der angefangen zu zocken. Ne? Deswegen wollte ich es unbedingt mit der machen, aber es war nicht wirklich. Ne? So. Und deswegen, ich habe es jetzt mit dieser gemacht. Aber ich muss euch sagen, der beste Tipp, Zeit, mir die Hände schmutzig zu machen, den es gab, war nicht stillstehen. Wirklich, rennen, rennen, rennen. Ihr habt es gesehen, ich bin die ganze Zeit im Kreis gerannt. So, und dann bekommt ihr halt sie hier als Operator. Alles hat seinen Preis. Schön mit Zombie-Kopf an der Seite. Blaue Haare. Finde ich ganz nice. Aber das ist die Belohnung für das Easter Egg. Bah, das war echt. Das war nicht
schwer. Sagen wir mal so. Gut. Ich hoffe, ihr verzeiht. Normalerweise würde ich sagen, hier, wisst ihr, gab es ja früher immer hier auf Zombie, dass sie sich da irgendwo in die Wände reingeglitscht haben oder sonst was. Aber das ist ja noch nicht mal wirklich ein Glitch. Ne? Das ist alles regulär. Da sind Boote. Ihr könnt die Boote da oben drauf und dann macht ihr da halt eine Barrikade. Müsst ihr halt nur hier diesen Puncher nehmen. Ist mir auch aufgefallen. Ne? Ja, dann macht das Messer auch wieder One-Hit, ne? Deswegen, weil ich habe jetzt bei dem Versuch, kam ich unten an mit wenig Kohle und konnte mir keine Munition mehr kaufen. So, und dann habe ich diesen Puncher gehabt und habe das Messer in der Hand, da macht die wieder One-Hit. Auch über Runde 5, 6, 7. Genau. Ich glaube, Runde 8 war ich noch und da war immer noch One-Hit. War ganz nice. So. Aber an der Stelle ist Feierabend. Ich bin fertig wie 1000 Mann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.